Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Badewanne des Indischen Ozeans. Wir stellen euch heute eines der absoluten Premium-Resorts vor, und zwar befinden wir uns heute im Conrad Rangali. Das Resort besteht aus drei Inseln, einer Hauptinsel, einer für Erwachsene, also nur Erwachsene, auf der wir uns gerade hier befinden, und einer für die Mitarbeiter. Die haben selbst eine eigene Insel für die Mitarbeiter, das ist echt absolut krass. Ich zeige euch gleich auch nochmal unsere Roomtour und am Ende des Videos erfahrt ihr, wie wir dieses Resort hier komplett für umsonst gebucht haben. Nein, es ist kein Scam, es hat wirklich geklappt, ich habe es zum ersten Mal so gemacht und ich war total begeistert, dass wir es überhaupt die Möglichkeit haben, hier so ein Resort zu buchen und dann auch noch komplett für umsonst. Aber das erfahrt ihr am Ende des Videos. Ich tauche jetzt ab und dann sehen wir uns gleich bei einer kleinen Roomtour. So, Friends, zurück vom Frühstück. Es war so, so lecker. Und jetzt ist Zeit für eine kleine Roomtour. Und ich muss euch noch kurz was sagen. Wir haben nämlich ein Upgrade gekriegt. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Upgrade bekommen, oder? Nein, auf keinen Fall. Und das so unerwartet, ne? Ja, voll. Einfach so ein Upgrade gekriegt. Wir haben nämlich eine Sunrise Villa gebucht und haben jetzt eine Sunset Villa bekommen, die ein bisschen größer ist. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Es ist echt der absolute Hammer. Das Upgrade haben wir bekommen durch unseren Hilton Gold Status. Aber ich habe echt nicht damit gerechnet, dass wir irgendwie was dadurch bekommen. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das ist unsere wunderschöne Unterkunft für die nächsten paar Tage. Wir beginnen hier mit unserer kleinen Bar. Man sieht, man bekommt ganz viele Wasserflaschen. Die werden auch täglich aufgefüllt. Das ist Wasser in Glasflaschen. Hier wird viel darauf geachtet, dass man nicht so viel Plastik benutzt und Papier und sonst was. Und Strohhalme. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Snackbar aufgebaut, alkoholische Getränke. Das hier ist alles nicht inklusive, genauso wenig wie die Minibar, aber die ist komplett aufgefüllt, wie ihr seht. Wir haben sogar Heineken-Bier und alles. Also hier im Resort könnt ihr es euch auf jeden Fall gut gehen lassen. Ende vom Detox. Es gibt sogar hier so eine kleine Weinbar, so einen Weinkühlschrank. Es gibt hier zum Beispiel Rosé oder Weißwein und Rotweine. Die sind auch nicht mit inklusive und kosten so um den Dreh von 100 bis 140 Euro. So, und dann haben wir hier noch eine ganze Auswahl an Tee- und Nespresso-Kapseln. Ich finde es ja genial, ne? Wenn du dich morgens hinsetzt auf die Terrasse auf den Malediven und dir so einen schönen kleinen Espresso schlürfst. Ich finde das extrem schön. Und da gibt es so eine kleine Nespresso-Kapselmaschine, einen kleinen Teamaker. Wenn ihr wollt, könnt ihr beim Roomservice kostenfrei auch Eiswürfel anfragen, damit ihr eure Getränke kühlen könnt. Und so sieht unsere kleine Bar auf jeden Fall aus. Dann gibt es hier noch eine kleine Abstellkammer. Da machen wir auch einen kleinen Einblick. Es ist eher ein begehbarer Kleiderschrank, oder? Es ist ein begehbarer Kleiderschrank. Wir haben hier einen Safe, dann gibt es hier Bugspray. Das hätten wir auf jeden Fall gut nutzen können auf unserer Local Island. Gut, dass es das hier gibt, aber braucht ihr eigentlich gar nicht. Vor allem eine Wasservilla ist mit Moskitos eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ein Riesenspiegel. Ja, für die Stella auf jeden Fall. Komm! Und hier ist einfach so ein bisschen Abstellkammer. Ich zeige euch jetzt mal Stellas Highlight und deswegen switche ich mal kurz die Kamera. So. So, Leute, willkommen in meinem Spa. Das ist doch wirklich kein Bad mehr, Leute. Das ist so heftig. Guckt euch das mal an. Hier ist die Badewanne. Und wenn man will, ich glaube, ich werde jetzt nicht unbedingt baden, weil ich habe eine riesen Badewanne da draußen, aber schaut mal, was man für einen Ausblick hat. Die Möglichkeit ist schon cool. Und absolut. Lass uns mal jetzt nicht so tun. Wir haben gestern hier drin gebadet. Ja. Es war schon echt extrem nice, ne? Voll, es ist richtig schön. Eigentlich will man alles auskosten. Ja. Und dann haben wir hier, danke, zwei große Waschbecken, einen Riesenspiegel, hätte ich auch gerne zu Hause. Die habe ich gerade nämlich fertig gemacht. Sehr, sehr viel Platz. Dann haben wir hier eine Toilette, separat, mit einem, würde ich sagen, schönen Ausblick, oder? Ich würde sagen, ein Business kann man hier auf jeden Fall ziemlich gut erledigen. Und keine Sorge, wenn ihr ein bisschen Privatsphäre wollt, ihr könnt natürlich das Rollo runtermachen, weil der ein oder andere Buggy hier natürlich auch mal lang fährt. Ja. Und dann haben wir hier noch eine sehr großzügige Dusche. Schwangerduschen ist noch ein bisschen
Slippery, eine Regendusche und noch so eine kleine Brause. Und dann habt ihr irgendwie wie immer alles dabei, Haarshampoo, Body Wash, Conditioner. Wir haben aber auch noch Body Lotion, Seife. Hier ist wirklich alles, alles da. Hygieneartikel. Weißt du, was ich cool finde? Dass man das hier auch drüber betätigt. Ich will das jetzt nicht anmachen, komm mal kurz raus. Aber das ist richtig so schön per Knopfdruck. Kannst du hier zum Beispiel die Regendusche anmachen. Jo. Das ist echt richtig cool. Dann kannst du es hier über so einen Regler einstellen. Also es ist irgendwie wie beim Auto oder sowas, ne? Ja, und ich muss sagen, man hat hier wirklich absolut Privatsphäre. Es ist richtig ruhig. Man hört die Wellen rauschen. Wir haben drüben Nachbarn und da auch und man merkt gar nichts von denen, ne? Aber ich zeige euch jetzt mal kurz unser schönes Schlafzimmer. Soll ich dir mal, gib mir mal die Kamera, dann kann man es besser sehen. Das kann Warte mal. Ey, das ist der absolute Yes. Hammer. Gestern hatten wir so eine ganz süße Begrüßung. Da stand Maruhaba. Maruhaba, was heißt herzlich willkommen. Guten Tag. Und ja, wir haben gestern schon eine Roomtour gefilmt, aber gestern war es extrem bewölkt. Ja. Wie ihr wisst, sind wir ja gerade zur Regensaison da, aber heute absoluter Sonnenschein. Yes. Und ich dachte mir, komm, ich mach die Roomtour nochmal und dann seht ihr nochmal alles wunderschön in Picobello. Wir haben natürlich auch noch als Hilton Gold Status Member so eine Fruchtschälchen bekommen und auch noch, was haben wir noch? Macarons. Macarons erhalten, da haben wir schon mal eine rausgenommen. Und wir hatten gestern noch sogar einen Wein, Sauvignon Blanc. Der hat hier einfach 140 Euro auf der Karte gekostet. Und der ist schon weg. Den haben wir gestern schon mal genossen, sage ich mal so. Aber tat auf jeden Fall gut. Das ist echt der Hammer. Und dadurch, dass wir Status-Member sind, haben wir auch noch irgendwie eine kleine Überraschung erhalten. Ich weiß nicht, das ist hier ein Sauvignon Blanc. Mega, voll lieb von denen. Da hat sich die Amex irgendwie voll schon gelohnt. Ne? Auf jeden Fall, dann ein bisschen Obst. Genau. Ne? Und ja, dann haben wir hier noch eine schöne Arbeitsfläche. Ey Leute, ganz ehrlich, ich habe hier gerade noch mal ein paar Drohnenaufnahmen irgendwie bearbeitet. Und hier kann ich mir vorstellen, mal so richtig Homeoffice zu machen. Selbst so ein Montag, oder guckt mal der Boden. Also wie cool ist das? Ja, du sitzt hier fast wie in so einem Aquarium, ne? Das ist so heftig. Und das ist hier auch so ein bisschen das Topic im Conrad. Das erfahrt ihr aber auch noch gleich. Die haben nämlich hier noch so ein extrem cooles Restaurant. Vielleicht kennen es einige von euch schon, aber das zeigen wir euch auch noch mal kurz. So, und das ist unser Highlight, unsere riesige Terrasse mit Salzwasserpool. Und die unterscheidet sich jetzt zur Sunrise Villa. Und zwar ist die Terrasse etwas größer und der Pool ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ja. Also Leute, das ist ein Traum. Wir haben heute Morgen hier einen Espresso getrunken mit der Aussicht. Es ist wirklich nicht übertrieben. Alle paar Minuten kommen Haie, dann haben wir schon Rochen gesehen. Schildkröten. Hammer. Das ist echt wahnsinnig. Und du kannst hier auch noch direkt von der Terrasse aus runtergehen und direkt ins Wasser. Und das ist so ein übertriebenes Highlight. Ja. Wenn ihr mal auf den Malediven seid, dann können wir es euch wirklich immer empfehlen, so eine so eine Wasservilla zu buchen, weil das ist eine der Destinationen, ich glaube mit Bora Bora, die sowas anbieten. Ich glaube, vielleicht gibt es sogar sowas noch in Thailand, aber das ist so ein extra Punkt für die Malediven. Ja. Ich sag mal so, wenn ihr als Familie verreist mit Kindern, dann lohnt es sich vielleicht so eine Strandvilla zu buchen, aber jetzt für uns als Pärchen ohne Kinder macht es schon Sinn, einfach mal so eine Wasservilla zu genießen, Privatsphäre und direkt, vor allem als, für mich als Schnorchelbegeisterten, einfach mal rauszuschwimmen morgens und dann einfach nur zu gucken, was das Wasser so zu bieten hat. Und auch für Leute wie ich zum Beispiel brauchen wir so ein paar Minuten, weil ich finde schon, also ich habe schon Respekt davor, aber ihr müsst auch gar nicht großartig weit rausschwimmen, weil wirklich die Rochen waren vorhin hier. Also das dürft ihr auch nicht vergessen. Und wenn ihr aus dem Wasser kommt, habt ihr hier so eine kleine Dusche. Also es ist wirklich alles da. Ja, also man muss auch sagen, weil viele vielleicht davon davor Angst haben, dass hier irgendwie Haie oder Rochen zu sehen sind. Ihr müsst keine Angst haben vor den Tieren. Das sind meistens ungefährliche Tiere und man sollte das auf jeden Fall so ein bisschen mit Respekt behandeln und die Tiere nicht allzu sehr belästigen. Aber wenn die auf euch zukommen und sowas, dann könnt ihr natürlich auch filmen und es ist alles bedenkenlos hier auf den Malediven. Wir sind ja jetzt schon zum dritten Mal hier und wir wurden noch nicht gefressen. Und wir stoßen jetzt mal an mit einem klaren Wasser, genießen unsere Aussicht und dann zeigen wir euch weitere Highlights des Resorts. Cheers!
Der perfekte Morgen auf den Malediven darf natürlich mit einem leckeren Frühstück beginnen. Und wir haben uns heute entschieden, ins Vilo-Restaurant zu gehen. Es gibt noch ein weiteres Restaurant auf der Insel gegenüber. Da gibt es ein kleines Breakfast-Buffet. Aber wir haben uns heute entschieden, ein à la carte-Menü zu genießen. Und zwar im Vilo-Restaurant bekommt ihr leckeres Avocado-Brot mit Ex-Benedict, sogar Mini-Pizzen. Und es gibt eine ganz große Auswahl an Sachen, die ihr euch schon zum Frühstück reinschneiden abonnieren könnt. Und mit dem Hilton Honors Gold Status ist das Frühstück hier sogar mit inbegriffen. Es gibt sogar ein kleines Buffet, wo ihr euch Toast und Brote auswählen könnt. Ich muss auch sagen, das Brot sah hier ziemlich lecker aus. Also so eine Art französische Baguette oder eine italienische Focaccia gibt es auch. Und ihr könnt hier natürlich auch frische tropische Früchte genießen, wie Drachenfrüchte, Ananas und Passionsfrüchte. Und es gibt noch ein kleines Buffet an Cerealien für heute Morgen. Und ich muss sagen, hier im Vilo-Restaurant schmeckt der Kaffee absolut fantastisch. Und wenn ihr Hilton Gold Member seid, durch die American Express oder durch eure Aufenthalte, dann habt ihr sogar dieses Frühstück hier kostenfrei und ihr könnt so viel essen, wie ihr wollt. Freunde, und da das Konrad ja aus mehreren Inseln besteht, habt ihr die Möglichkeit, hier zum Frühstück oder auch zu den Happy Hours mit einem kleinen maledivischen Dhoni, also so einem kleinen Boot, rüberzufahren auf die andere Insel. Ich finde, das ist ein absolutes Highlight, vor allem wenn du morgens schon zum Frühstück eine kleine Bootsfahrt einlegst. Oder zum Abendessen, das ist auch richtig schön. Eine weitere Info ist auch noch, im Konrad ticken die Uhren ein bisschen anders. Das heißt, hier hat man nur 2 Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland. Das machen die aufgrund dessen, dass ihr dann halt einfach ein bisschen was mehr vom Tag habt. Ihr müsst ein bisschen früher aufstehen, aber hier geht auch die Sonne früh auf und früh unter. So Freunde, cheers auf die Happy Hour. So von 16 bis 17 Uhr habt ihr die Möglichkeit im Vilo-Restaurant euch ein paar Drinks abzustauben. Und zwar, wenn ihr Hilton Gold Member seid, wie zum Beispiel ihr das einfach automatisch mit der American Express Platinum bekommt, könnt ihr hier einfach umsonst Getränke abstauben. Und deswegen genehmigen wir uns jetzt hier gerade einen kleinen Gin Tonic, einen Sparkling Wine bestellt und genießen einfach die wunderschöne Aussicht. Mit der Happy Hour bekommt ihr dann auch noch die Möglichkeit, sich ein paar Canapés zu genehmigen und einfach nur einen wunderschönen, traumhaften Ausblick zu genießen. Ja. Ich glaube, die Canapés und die Drinks, das muss ich jetzt wirklich auch nochmal sagen, das sind jetzt nicht irgendwelche schlechten Drinks. Also ich finde, der Sekt ist ultimativ gut. Und die Canapés sind sehr, sehr lecker. Die haben ja auch jeden Tag einen Signature-Cocktail. Gestern war es zum Beispiel Cuba Libre, heute war es was anderes. Ich bleibe beim Gin Tonic und wir genießen jetzt die Aussicht und dann zeigen wir euch den Rest von der Insel. Cheers! Und was richtig cool ist, ihr bekommt immer so eine kleine Aufmerksamkeit und zwar ein paar kleine Canapés zur Happy Hour. Wir haben einmal hier frittierte Zwiebeln und Kartoffeln, dann ein Brot mit Hummus oder sowas. Und ich glaube Thunfisch, oder? Ja, Thunfisch. Geräucherter Thunfisch, richtig, richtig nice. Das ist ne? Sehr lecker. Wir haben's auf die Happy Hour. Cheers.
Falls ihr im Conrad auch Aktivitäten buchen möchtet, dann könnt ihr hier natürlich auch alles buchen, was das Herz begehrt und was die Malediven so zu bieten haben. Ihr könnt zum Teil unmotorisierte Geräte komplett kostenfrei auf der Insel nutzen, egal welchen Status ihr bei Hilton habt. Diese Aktivitäten sind alle kostenfrei, von Tischtennis bis hin zu Stand-Up-Paddling, Kajakfahren etc. pp. Schnorchel-Equipment könnt ihr euch komplett kostenfrei hier ausleihen. Alle motorisierten Aktivitäten sind natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ihr könnt allerdings auch Exkursionen von hier aus buchen, wie zum Beispiel eine Walhai-Tour, wie wir es auf der Local Island schon gemacht haben. Allerdings muss man auch sagen, dass der Preis hier deutlich, deutlich teurer ist. Die Walhai-Tour hat jetzt im Conrad ungefähr $350 gekostet. Im Gegensatz zur Local Island, wo alles $70 gekostet hat. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund hinter Stella. Wir haben heute was Besonderes vor. Und zwar gibt es hier auf dem Conrad eines der absolut ersten Unterwasser-Restaurants. Und dafür ist es natürlich auch extrem bekannt. Das nennt sich das Eater. Und wir sind heute mit Safa, unser Host. Und wir werden gleich mal runtergehen und uns das Ganze mal anschauen. Ich bin mega gespannt, weil das ist hier eines der absoluten Highlights im Conrad. Man kann hier frühstücken, glaube ich. So eine kleine Welcoming Hour. Ein bisschen was trinken. Und ich glaube, es gibt Lunch und Dinner. So this like Lunch and Dinner, right? Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. Visiting our Lunch and Dinner. Also, hier gibt es schon mal eine kleine Lounge-Area. Wir haben uns für die Visiting-Hour entschieden, damit wir euch das jetzt nochmal zeigen können. Und außerdem ist es auch schon teuer genug. Also es kostet für die Visiting-Hour 150 Euro pro Person. Man bekommt ein Glas Champagner bzw. Sekt und dann kann man sich runtersetzen, ein paar Canapés unter Wasser genießen. And now we go downstairs. Und ihr müsst immer eure Schuhe aus. Das stimmt. So, 33 steps down. It's like in a submarine. Beautiful. Wow. Wow. It's nice temperature. Really nice. Yeah. Wow. That's super impressive. Look at this. It's like in an aquarium. Wow. What's the best place? This one? Because nobody's... Yeah, what would you recommend? Wait, which place is best? Here. Best one is this. Ah, but it's for 3 people. Yeah. I don't know this one. Perfect. Okay, friends, wir sind angekommen im ersten Unterwasserrestaurant der Malediven, in dem Eater-Restaurant von Conrad Rangali. Und es ist einfach nur fantastisch schön. Man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem Aquarium, aber alles ist natürlich. Das heißt, man ist selber in so einem kleinen Kuppelhäuschen und kann sich das alles anschauen. Genau, wir haben gerade einen Riffhai gesehen. Da kommt er. Wie schön ist das denn bitte? Es ist nicht dein Ernst, oder? Seht ihr den? Wow! Wie schön ist das bitte, oder? Das ist so eine coole Überraschung. Also ich habe jetzt mit sowas nicht gerechnet. Als du Nein. gesagt hast, du hast mit einer Überraschung für mich. Ich wusste gar nicht, dass sie sowas haben. Das ist so traumhaft. Und man bekommt hier eine kleine Sektbegrüßung. Champagner ist das. Champagner, genau. Cheers. Und kann sich das alles hier genießen. Cheers. Und ich muss sagen, auch wenn die Visiting Hour ein bisschen teuer ist, dann lohnt sich das Erlebnis trotzdem. Man hat hier eine Stunde Aufenthalt. Wir sind jetzt quasi fast die Einzigen. Ich glaube, gleich kommen noch ein paar Gäste. Aber es ist wirklich traumhaft fantastisch. Man kann sich das Ganze hier einfach wunderschön anschauen. Oder was sagst du? Ich bin wirklich gerade total fasziniert. Ich finde es richtig traumhaft und irgendwie voll beruhigend, dass die Fische so neben dir, über dir, überall her schwimmen. Also, wow. Beautiful, oder? Hammer. Vor allem, man taucht irgendwie ohne zu tauchen. Und schau mal, was für schöne Fische. Ja, man sieht hier sogar noch wirklich intaktes Riff hier vorne. Ja. Das ist echt traumhaft. So, Freunde, und dieses Restaurant war so lange auf meiner Bucketlist. Ich habe es so oft schon auf Instagram oder in YouTube-Videos gesehen und wollte es einfach nur mal in echt anschauen. Und endlich kann ich es von der Bucketlist streichen. Und es ist einfach nur traumhaft, das mit dir zu teilen. Danke für die Überraschung. Ohne Spaß, Leute. Wenn ihr mal auf den Malediven landet und hier im Conrad, dann müsst ihr auf jeden Fall hier mal hin und diese Experience mitmachen. Yes.
Leute, das war eine Experience, ich sag's euch. Einmalig, ne? In diesem Unterwasserrestaurant. Einfach mal Champagne genießen. Es lohnt sich absolut. Es ist eine verdammt teure Angelegenheit. Kostet, glaube ich, $150. Aber ich meine, man ist irgendwie nur einmal hier auf den Malediven. Oder zumindest hier im Conrad sind wir jetzt nur einmal gewesen und dachten uns, boah, das müssen wir irgendwie mal erleben und mit euch teilen. Also wir haben alles nur für euch gemacht, aber die Experience haben wir auch ein bisschen genossen. Muss man ja schon sagen. Im Conrad findet ihr 6 Restaurants. Eins davon habt ihr ja bereits gesehen, das Unterwasserrestaurant. Und heute haben wir uns dazu entschieden, im chinesischen Restaurant zu speisen. Und die Atmosphäre ist einfach nur unglaublich. Ein wunderschöner Sonnenuntergang hat uns begleitet. Das war auch eines unserer absoluten Favoriten, das Restaurant. Wir hatten eine Auswahl an Nudelspeisen, Reisspeisen und Fleischgerichten. Und jedes Gericht kostet so zwischen 30 und 50 Euro. Die Drinks kalkuliert ihr auch ungefähr mit 15 bis 30 Euro nochmal zusätzlich ein. Leute, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Stella und ich sind um Mitternacht spazieren gegangen und haben irgendwie so ein kleines Sandkorn gesehen, was geleuchtet hat. Und je später es wurde, je länger wir am Strand saßen, desto mehr und mehr solche leuchtenden Planktons hat es angespült. Und auf einmal hat der ganze Strand geleuchtet. Das war wie so ein Zeichen vom Himmel. Mit tausenden Sternen, die angespült wurden. Ein absolut atemberaubender Moment. Und ich hoffe, ich konnte es euch für euch so ein bisschen auf Kamera aufgreifen. Es ist absolut ein Traum, dass wir das erleben durften. Und hier auf den Malediven, das war, ich kann es wirklich nicht beschreiben. Ich bin komplett speechless. Und die Aufnahmen sprechen natürlich für sich. Allein das Durchlaufen durch den Sand und dann, dass die Füße so leuchten, war absolut der Hammer. Es war ein bisschen schwierig, das auf Kamera aufzunehmen, aber ich hoffe, die Aufnahmen gefallen euch. Leute, ich kann es kaum glauben. Gestern Abend haben wir das erste Mal lumineszierendes Plankton, so heißt es, glaube ich, gesehen, also so leuchtendes Plankton. Das ist so heftig gewesen. Wir sind abends spazieren gegangen, ich glaube um 12.30 Uhr oder so. Ne? Dachten uns so, boah, komm, wir gehen jetzt noch mal kurz eine Runde spazieren und gucken uns die Sterne an. Und dann gucke ich tatsächlich so unten bei uns am Riff und am Strand und dann ist da tatsächlich dieses Plankton. Das sah so heftig aus. Ich blende euch gleich mal ein paar Aufnahmen ein. Ey, ich kam gar nicht klar. Wie hat es dir gefallen? Ich finde das auch total schwierig, das auf der Kamera so rüberzubringen. Und hinzu kommt, also um 0.30 Uhr war der Himmel komplett sternenklar. Das heißt, du hast nach oben geguckt und hattest einfach ein Meer von Sternen. Und dann nach unten. Und wenn die Wellen so übers Plankton kamen, boah, das, ich muss auch sagen, das sah so ein bisschen aus wie so ein kleines Universum, oder? Ne, ja. Dieses Plankton hat sich so ein bisschen bewegt und jedes kleine Plankton sah aus wie so ein klitzekleiner Stern. Und das Geile war, da waren sogar so Krabben. Ich weiß nicht, ob ich das auf der Kamera so aufgenommen bekommen habe, aber die haben sich an dem Plankton ernährt und haben selber geleuchtet. Ja. Das sah so crazy aus. Das sah so lustig aus, weil die da so rumgekrabbelt sind und dann haben die einfach voll geleuchtet. Ey, es war absolut einmalig, wirklich heftig. So Freunde, ich hoffe, euch hat unsere Resort-Tour durchs Conrad Rangali gefallen. Es war ein wunderschöner Aufenthalt hier auf diesen Inseln und mit diesem tollen Riff. Es war wirklich traumhaft. Und wenn ihr mehr Resort-Touren hier von den Malediven sehen wollt, dann verlinke ich euch eine Playlist am Ende des Videos. Wir waren nämlich schon öfters auf den Malediven, haben mehrere Resorts schon getestet, unter anderem auch eine Local Island in dem Video davor. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Und jetzt wollte ich euch nochmal kurz sagen, wie ich das Ganze hier für uns gebucht habe. Und zwar habe ich dafür 240.000 Hilton Honors Punkte eingesetzt, um 2 Nächte im Conrad Rangali zu übernachten. Und wir haben noch ein kostenfreies Upgrade bekommen zu Sunset Villa mit einem größeren Pool und einer größeren Terrasse. Das war natürlich richtig genial. Das Upgrade haben wir bekommen aufgrund unseres Hilton Gold Statuses. Hätte echt nicht damit gerechnet, dass es damit schon klappt, weil meistens klappt es eigentlich nur für Diamond-Status, aber irgendwie hatten wir mega Glück. Und außerdem haben wir die Punkte fürs Hilton Honors Programm transferiert von unserer Amex Platinum. Damit haben wir die Punkte gesammelt und das Programm für Hilton Honors gehört dazu. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, zu Kreditkarten und zu Reisekreditkarten, welche ist die beste, dann könnt ihr gerne auch hier unten vorbeischauen. Da habe ich so eine Art Kanalmitgliedschaftsbutton fürs Travel Hacking. Da könnt ihr mal gerne vorbeischauen, da gibt es ganz, ganz viele Infos für euch, wie ihr am besten Punkte sammelt. Es geht nämlich über 2 verschiedene Kreditkarten, über Payback-Punkte etc. pp. Ist so eine Art bisschen nerdy Thema für sich, aber ich meine, come on,
Das Nerdy-Thema hat sich, glaube ich, ausgezahlt. Und das ist auch das erste Mal, dass wir was mit Punkten gebucht haben. Und es hat echt reibungslos geklappt. Aber mehr dazu erfahrt ihr auf jeden Fall hier unter dem Button. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video von einem weiteren Resort hier auf den Malediven. Und wir werden auf jeden Fall noch ein paar Videos hier drehen. Ciao!